Und Christian, man hört dich tippen. So, hallo, jemand da? Ja, hört man mich? Oh, ja. Ich stehe gerade mitten im Wald, aber man hört dich tippen. Das ist ein schöner Anfang für den Stammtisch. So, warte mal. Du bist aber recht leise, glaube ich. Das kann ich hier nicht ändern. Ich bin am Handy und wie gesagt, mitten im Wald. Ach, er sieht mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist korrekt, ja. Aber deinen Flipper im Video habe ich auch nicht gesehen. Haare. Neuen schon. Ich habe es heute nochmal neu aufgenommen. Das sehe ich jetzt Montag, ich bin unterwegs, aber ich habe die Mail schon gesehen. So, sollen wir offiziell mal starten oder hattest du das Das schon? ist ja das Vorspiel. Die 293 kannst du gerne öffnen, ja. Ihr hört den Audiostammtisch Nummer 293 hier beim Retro-Kompott. Wir sind im Moment noch in kleiner Runde. Im Moment steht ein Männlein im Walde und das ist Patrick. Das ist völlig korrekt. Im Osten stehe ich im Walde, ja. Ein Männlein steht im Walde auf einem Bein oder so ähnlich. Ja, mein Name ist Christian und wir hoffen mal, dass sich heute dann doch noch ein paar Leute mehr dazu gesellen. Schauen wir mal, ich bin jedenfalls mit einem Ohr dabei, werde aber zwischendurch immer ein bisschen abgelenkt sein. Das soll vorkommen. Ich bin ja auch noch gerade ein, zwei Sachen am Machen. Von daher, aber wenn ein, zwei vielleicht noch dazukommen, dann bin ich auch wieder mehr hier anwesend. Ist bei mir genauso. Ich habe Kopfhörer auf, wie gesagt, wenn was ist, höre ich dann kurz mit. Man könnte jetzt natürlich irgendeine Warteschleifenmusik einspielen. Aber wir wollen doch den Stammtisch nicht unnötig aufsehen. Ja, gut. Stell mal deinen Titten im Hintergrund ab. Dann haben wir morgen einzelne Titten auf dem Band. Dass du schwankst immer. Also du bist mal laut und dann bist du mal wieder leise. Ja, ich habe hier keine Fliesen gesetzt, aber man hört deinen Titten durchgängig jeden. Das heißt, versuch mal, das Tippen abzuschalten, zumindest den Ton, dass du Push-to-Talk wieder anhast, Ah, weil ja, danke. Das hatte ich von sonst haben wir unserer 10 Minuten Tippen Aufzeichnung. morgen auf dem Band. Wunderbar. Das hatte ich von unserer Aufzeichnung noch drin. Hast ja recht. Der Retro-Kompott Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Da dort jeder, der Lust und Zeit hat, mitmachen kann, weisen wir explizit darauf hin, dass alle getätigten Aussagen und Meinungen subjektiv sein können und nicht grundsätzlich die Meinung der Podcast-Betreiber darstellen. Die Audioqualität kann ebenfalls sehr schwankend sein, da, wie erwähnt, jeder, ob mit Top-Equipment oder Handy, eingeladen ist, sich mit uns hier zu treffen. Themen wie Religion oder Politik lassen wir am besten am Nachbartisch liegen. Dafür müsste man sich grundlegend und intensiv vorbereiten. Und das kann ein spontanes öffentliches Format wie dieses hier nicht leisten. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Hallo, Olaf. Da. Ja, und ich bin immer noch in der schlechten Empfangszone. Was ist denn die schlechte Empfangszone? Irgendwo in Sachsen-Anhalt in der Nähe von irgendwelchen Wäldern. Was meinst du? Ich sagte, ich treibe mich irgendwo in Sachsen-Anhalt rum und der Empfang hier ist nicht ganz perfekt manchmal. Ja, jetzt fand ich aber ganz gut. Jetzt stehe ich ja auch am Bahnhof. Harre, harre. Ja, ich glaube, es liegt weniger am richtigen Handyempfang. Ich habe manchmal das Gefühl, es liegt, du nutzt bestimmt ein Bluetooth-Headset oder sowas, oder? Stimmt, dann ist das das Problem. Hast du recht, ja. Da hast du wahrscheinlich recht, ja. Das ist sehr häufig leider so. Also eigentlich erstaunlich. Wir sind so weit mit der Technik, kriegen aber irgendwie keine vernünftige Sprachverständigung mit Bluetooth hin. Das Headset von mir auf der Arbeit ist da ohne Tadel. Ja, aber du rennst ja nicht die ganze Zeit rum und bist dabei noch irgendwie in der Walachei. Hast du eine Ahnung? Bei unseren Conference-Calls mache ich in der Regel zwischen 5 und 7 Kilometern. Ich kann bei dem Gesicht still sitzen. Ich muss rumlaufen. Aber schön, dass du dich kurz zu uns gesellt hast. Ist ja dein erstes Mal bei uns. Also im Stammtisch. Ja, und es ist lange nach meiner Bettgehzeit. Zur Info für Christian und alle anderen, der Olaf hat früher mal mit uns zusammen in den 90er Jahren im Spieleverleih bzw. im Verkauf gearbeitet. Sozusagen am Anfang der Firma. Okay. Also genau genommen noch vor der Firma, als wir alle noch was anderes waren. Weißt du? Auch das. Jedenfalls vor langer, langer Zeit.
als die ersten Golfschläger erschienen und Elf Fisch noch modern war. Ja, das war ja schon quasi die zweite Runde mit Elf Fisch und so. Wie hieß das eine Fußballspiel? War das Kickoff? Wir waren San Diego Soccer Fraktion. Kickoff waren immer die anderen. Stimmt, genau. Jedenfalls gab es da auch Internet. Das stimmt. Ich habe das. Meine erste E-Mail war 1995. Das war vorher, wo wir da aktiv waren. Das stimmt. Ja. Da gab es BBSen. Genau, die Zirk in Hamburg. Da waren wir doch immer drin. Ich weiß, du auch schon mit drin warst. Ja, war ich auch mit drin. Und wie Edel noch? Musst du Robin fragen? Oh Gott. Oh, zu lange her. Ja, es ist wirklich zu lange her. Ich habe irgendwann, bestimmt 10 Jahre danach oder so, irgendwen getroffen, der war mal mit ihr zusammen irgendwann dazwischen. Super witzig. Wir haben immer so alte, unscharfe Fotos gefunden unter einem Megapixel, die wir mit irgendwelchen, Systemen damals fotografiert haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, womit. Ich habe irgendwo in den Tiefen von, ich weiß nicht, irgendeine Festplatte, die wahrscheinlich mittlerweile auch schon platt ist. Da müssten sogar noch Bilder drauf sein von der einen Mailbox, wo ich auch drinne war, von einem User-Treffen. Das war, weiß ich gar nicht, 90? Es ist auf jeden Fall lange her. Ich weiß, dass wir immer irgendwo in der Nähe vom Heiligengeistfeld uns getroffen hatten. Ja, genau. Das war Eisenstein, würde ich sagen. Feuerstein. Das war eine andere. Erst war es noch was anderes. Das gab es aber immer nicht mehr, glaube ich. Ach, die Altersdemenz, das ist so dumm. Und du wartest jetzt auf den Zug, dass du zurück in die Zivilisation kommst. Nein, wir fangen jetzt erst an. Wir haben einen Geocache heute Abend, der um 22.15 Uhr beginnt und dann bis ca. 2 Uhr nachts dauert. Und das der findet nicht in der Zivilisation statt. Komplett bescheuert an. Ja, aber es hat was. Also wir müssen da mit einem Radio irgendwo hinstellen und dann fangen wir Nachrichten. Mal gucken, ob das nachher klappt. Das ist dann so wie Schnitzeljagd auf der Klassenreise, ne? Das kann man so vergleichen, ja. In Verbindung mit der Nachtwanderung. Genau, und alle mit Taschenlampen. Ist am Donnerstag denn noch ein zweiter Gast gekommen? Leider nicht. Ich war an dem Tag tatsächlich mal der Einzige. Ich bin um 5:30 angegangen, weil ich dachte, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Und um 5:45 waren sie alle da und haben sich gewundert. Und wollten alle noch das Last-Hour-Ticket haben, genau. Wer ist denn der Retro-Spiele-Club-User? Ist das ein Bot? Das ist eine Backup-Aufnahme. Das bin ich alles sozusagen. Das ist unser Streaming-Gerät, was für Notfälle den Ton mit aufzeichnet, falls meine Aufnahme abstürzen sollte. Und Robin liegt schon im Bett oder was? Das weiß ich nicht. Kannst du jemand WhatsApp schicken, ob er auf seinem Handy das noch hinkriegt? Er hat auch irgendwie da, wo er sich manchmal rumtreibt, abends Empfangsstörung. Dafür müsste ich WhatsApp installiert haben. Habe ich nicht, werde ich nicht. Dann muss er weiter alleine leben. Ich habe es ihm mal geschrieben, vielleicht kriegt das ja mit. Verdammt, da muss ich ja noch ein bisschen bleiben. Das war Sinn der Sache. Weil so viele mit V kennt er nicht. Nee, das stimmt. Da gibt es nicht so viele von. Du hast mein ganzes Weltbild, was ich angebracht habe. Ich habe danach jeden, der so hieß, mit V geschrieben. Das war sehr verwirrend. Ich liebe es auf der Arbeit, wenn Leute Olaf mit F schreiben und ich dann zurückschreiben kann, wer ist Olaf? Gruß Olaf. Man kann dann auch immer so schön die Namen der Leute, die man dann anschreibt, auch einfach mal falsch schreiben. Und ich habe tatsächlich ein paar Kandidaten dabei, die merken nicht mal, dass ihr Name komplett verballhornt falsch geschrieben ist. Ja, bei mir lassen sie mir das C weg. Das sieht aber auch wirklich dann komisch aus. Yep. Ich habe einen, der heißt Michael. Seit 27 Jahren kennen wir uns in der Firma. Der lernt das aber auch nicht mehr. Der ist auch ein bisschen Vollidiot. Und den schreibe ich grundsätzlich, glaube ich, jetzt seit 10 Jahren nur noch mit Michaela an. Er hat nie etwas gesagt. Ich glaube, das merkt er. Ich habe in seiner Liste nicht mit, was wir da alles ausprobiert hatten an Spielen. Da waren ja echt ein paar gute bei. Die können sich Christian sogar mal sozusagen anschauen. Da waren ein paar schöne Shooter mit bei von den Geräuschen und Sounds her. Da kommen wir jetzt schon wieder nicht auf den Namen. Also der, den du am Wickler hattest, als ich gekommen bin, das war der einzige, den ich tatsächlich richtig gut fand. Die anderen waren okay, die du auch ganz gut fandst. Aber der eine, der war wirklich richtig gut. Irgendwas mit Laser. Nee, mit Liesel, oder? War das der Liesel? Kann auch sein. Ich habe notiert, Zettel nicht zu Hause. Werde ich demnächst mal im Podcast erzählen. Aber der war für Christian dann zu schwer, weil den schafft man ja kaum sehen. Ja, die wir dann anmachen konnten, hatten dann schon geholfen. Du hattest dir geflippert, Christian. Ja, genau. Da hatten wir auch einen neuen. Kennst du den Session? Nee. Ist auf dem Amiga, der könnte dir auch gefallen. Der ist tonal ganz hübsch. Obsession auf dem Amiga. Das sieht aus wie ein 21st-Teil, ist es aber nicht. Ist der neu? Nein, der muss 1-2 Jahre nach den Dreams und Illusions und so gekommen sein. Das war der, wo ich aberweise das Pedalgefühl nicht so gut fand, ne? Korrekt. Was mir auf dem Fahrrad auf dem Weg zum
Frau danach noch durch den Kopf ging, wie absurd das ist. Aber es war tatsächlich so, dass einfach bei Pitball Fantasies oder Dreams, welches wir danach gemacht hatten, dass tatsächlich das Gefühl, auch wenn es kein Gefühl ist, an den Paddeln viel besser war. Völlig absurd. Wäre mal interessant, ob Christian das einen Unterschied merken würde, weil er nicht sieht, wann die Bälle auftreffen. Aber haptisch war der sonst ganz gut von den Geräuschen her. Ja, das stimmt schon. Es ist mir beim Spielen jetzt auch aufgefallen. Ich muss ein Spiel unbedingt noch mal im Original ausprobieren, ob da die Steuerung auch so schwerfällig war oder ob es einfach an der Emulation lag. Aber es stimmt schon. Also bei manchen Spielen hast du schon das Gefühl, wenn du die Knöpfe drückst, dass es besser programmiert ist und besser reagiert. Wir haben jetzt auf den 1200er irgendwie 20 Stück drauf, da zum Ausprobieren in einer Rubrik. Da kannst du die austesten, dann später gerne. Die haben wir jetzt vorinstalliert. Kennst du den vierten Teil aus der Pinball-Reihe? Mania oder welchen? Nee, es gab ja Dreams, Fantasies, Illusions und World. Die kenne ich alle. Und dann gab es noch Fantasies 2. Also einen gab es nur auf dem PC. Dreams 2. So, ich denke mich hier, es ist gleich mal aus. Wir müssen jetzt Radio hören hier. Mal gucken, wer bei euch noch auftaucht. Vielleicht melde ich mich noch mal in der Nacht. Ansonsten hart noch ein bisschen der Dinge. Vielleicht taucht noch jemand auf, außer euch. Mal gucken. Ja, ich werde mich auch gleich ausklinken. Viel Spaß beim Suchen und Radio hören und was auch immer ihr für wilde Sachen da noch macht. Dann melde ich mich noch mal um 1:30, dass ihr was weißt, wann wir hier durchkommen. Um 1:30 bin ich wahrscheinlich das erste Mal wieder aufgewacht, um zum Pinkeln zu gehen. Ich lasse dich dann jetzt auch mal alleine. Alles klar. Mal gucken, ob ich, weil normalerweise ist 21 Uhr halt die Zeit, wo ich ins Bett gehe, so Gewohnheitstier. Aber ich will mal gucken, ob ich vielleicht den einen oder anderen Freitag einfach mal eine halbe Stunde überziehe oder so. So lange wie heute werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich merke schon, dass das wahrscheinlich keine gute Idee war, aber hey, anyway. Das war lustig, Patrick, nach, ich weiß gar nicht, wann ich ihn das letzte Mal davor gesehen habe. Ich glaube, das war, als sie den Laden eröffnet haben in Horn. Hatte ich ihn das letzte Mal gesehen, genau. Und Robin habe ich zwischendrin einmal gesehen, als er bei mir quasi meinen aussortierten Kram abgeholt hat, den wir kaum in den Smart reingekriegt haben, weil es zu viel war. Das ist ja auch schon ein Weilchen her, oder? Das ist auch schon ein bisschen her. Das müssten 2 Jahre sein, 2,5, irgendwie so um den Dreh, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon her. Na dann, schön, dass du da warst und gute Nacht. Ja, dir auch dann irgendwann, wenn es ins Bett geht. Und vielleicht bis demnächst mal. Bis demnächst. Dann nutze ich doch mal die Gelegenheit, wenn ich hier gerade alleine bin, um noch einmal Werbung zu machen. Es gibt immer noch Tickets für das zweite Blind Gaming Event am 28. September im Retro-Spiele-Club. Ist ein Samstag, los geht's um 16 Uhr. Und wenn ihr selber schon immer mal wissen wolltet, wie ich als blinder Gamer eigentlich diese ganzen Spiele meistere und spiele, dann kommt vorbei und ja, entweder fragt ihr mich oder, was noch viel, viel besser eigentlich ist, ihr probiert es einfach selber aus, unter einer Augenbinde, entweder im Alleingang oder mit sehender Unterstützung. Die Unterstützung stellen wir an diesem Tag bei diesem Event. Und ihr habt auch die Möglichkeit, neuere Spiele mal zu testen, die über sogenannte Barrierefreiheitsfunktionen verfügen. Das heißt über zusätzliche Sounds, gesprochene Menüs und Texte und so weiter. Da werde ich ein paar Titel mitbringen, die ihr dann austesten könnt. Natürlich auch komplett ohne was zu sehen. Also der 28. September 2024, 16 Uhr im Retro-Spiele-Club. Ganz, ganz wichtig, die Tickets gibt es nicht vor Ort. Die Tickets gibt es nicht vor Ort, die kann man nicht vor Ort kaufen. Das müsst ihr vorher online tun auf blind-durch-hamburg.de. Hallo, bin ich gerade in der ruhigen Minute hier reingekleckert. Keiner da. Oh, ist ja noch jemand da. Hallo, na Christian. Hallo. Hallo Richard, jetzt kommen Sie doch noch alle durch. Ja. Patrick ist gerade unterwegs wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwo im Nirgendwo mit dem Doch unterwegs oder so. Irgendwo im Nirgendwo, genau. Ich wollte nur kurz nochmal Hallo sagen, weil ich gerade den Laden zugemacht hatte und mit der Buchhaltung durch bin und jetzt passt es gerade ganz gut. Wie läuft es gerade im Laden? Bitte? Wie läuft es gerade? Ja, du bist sehr zerhackt, aber ich habe verstanden, wie es so läuft. Also wir haben ja seit Anfang der Woche neue Öffnungszeiten. Das muss ich natürlich alles erstmal einkriegen. Also nein, zurzeit läuft es nicht sehr gut, aber das hatte ich auch nicht erwartet, weil wir sind halt in einer ferienfreien Zeit. Also ich glaube, Bayern oder so hat nächste Woche Urlaub.
Und vorher wird hier nicht viel passieren. Also wir haben ja relativ wenig Hamburger Besucher und relativ viele von außerhalb. Und die auch von außerhalb kommen dann halt eher. Vielleicht kommt es morgen voller. Ich habe keine Ahnung. Also ich gebe da noch nicht so viel drauf, dass das jetzt schlecht ist, dass es jetzt gerade nicht so voll ist. Wie viel war heute was los? Zwei Leute waren heute da. Also Vito und Benjamin waren heute da. Aber keine von außerhalb, wie gesagt. Das macht erst alles richtig Sinn, wenn ein bisschen Ferien sind, dann wird das interessanter. Und bei euch so? Richard, du bist wieder unterwegs? Die hört immer schlecht, ja, wahrscheinlich. Wohin bist du unterwegs? Ich bin gerade in Schweden, in Stockholm. Oh, cool. Aus so einem XR-Hack. Also eine Unterhaltungsveranstaltung, kein echtes berufliches. Ja, schon beides. Also so ein, wir machen schon so unter Zeitdruck ein Spiel, das bis Sonntag fertig sein muss. Okay. So eine Art Hackathon, wenn das Format dir was sagt. Nein. So Hackathon, sagt dir was? Hackathon? Nein, sagt mir nichts. Okay, also im Grunde geht es darum, dass man einen gewissen Zeitraum von, in diesem Fall 48 Stunden, also ungefähr zwei Tagen plus minus, mit mehreren Leuten im Team ein Spiel umsetzt, das man sich entweder selbst überlegt oder es gibt eine Themenvorgabe. Cool. Kannst du unter Druck gut arbeiten? Kommt drauf an, wenn man nicht zu viel abgelegt wird, was in diesem Fall eher der Fall war, weil es so viele auch interessante andere Firmen gab, die da was vorgestellt haben. Vor allem mittlerweile auch mehr so eine Roadshow plus Hackathon. Aber ja, im Grunde schon, ja. Also wenn man dann fokussiert arbeiten kann, aber es ist auch immer die Frage, was für eine Location man hat, wie viele Leute da um einen herumschwirren. Wenn man jetzt nicht unbedingt in einem, ich bin lieber so ein Büromensch, wenn man so ein Büro mit vier Wänden hat und dann nicht so viele Leute in einem Büro sind, dann kann man auch fokussiert eigentlich arbeiten. Aber wenn jetzt mal Leute an einem vorbeilaufen und so in einem Großraumbüro, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, vor allem wenn man programmieren muss und dabei natürlich die Ruhe brauchen. Klar. Ja, aber sonst ein paar interessante neue Kontakte kennengelernt, was auch mal gut ist in der Branche. Mal schauen, was sich dadurch auch noch ergibt. Und ja, dann machen wir auch was für die neue MetaQuest 3, so im Bereich XR, also die neuen quasi Technologien nutzen mit neuen Feature. Das ist schon ganz spaßig. Ja, es gab die heute bei Saturn im Angebot, bei der Neueröffnung oder gestern. Ich hatte kurz überlegt, ob das spannend ist, ob ich mir das kaufen soll. Ich weiß schon wieder, wie das endet, dass es dann hier im Museum liegt und nicht bei mir zu Hause, weil ich es einfach zu Hause nicht nutze. Du musst halt mir Netflix darüber schauen. Ja, das finde ich, die Vorstellung ist mir zu seltsam, glaube ich, dass ich darüber Netflix schaue. Kannst dich schön ins Bett legen oder das Sofa, kannst in die Decke fahren und schaust halt dann die Filme an der Decke kleben an. Ist doch super. Kannst deinen Fernseher abschaffen. Nee. Der Kleine braucht den Fernseher, der guckt so oder viel. Ja. So viele Serien. Beziehungsweise dann kannst du den Fernseher überlassen und du selbst schaust dann halt parallel was anderes. Alles schon erlebt. Ja. Ja, ich wollte auch nur kurz vorbeigucken. Ich muss ja morgen den Laden wieder aufmachen und morgen früh Frühstück und das wird alles wieder so spät. Deswegen schmeiße ich mich selbst jetzt schon wieder raus. Ich hoffe noch, dass ihr noch Lust habt, ein bisschen zu reden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Christian hat, aber ich bin bereit wieder fürs Bettchen. Wenn du weiter so gehst, dann sind wir auch bald weg. Ja. Heute war der Tag war zu lang. Einer auch. Ich hatte viel Ärger oder Spaß, je nachdem, wie man es sieht, mit den Fliegern und Anschlussfliegern und den anschließenden Anschlussfliegern, die ich verpasst habe, mit den neuen Anschlussfliegern, die auch zu spät waren. Im Grunde hat mich das fast den ganzen Tag gekostet, die ganzen Verspätungen gestern, nur um von Hannover nach Amsterdam, Amsterdam nach Stockholm zu kommen. Das war schon eine Odyssee, ja. Für und dann nichts läuft pünktlich. Oder fürs nächste Mal gebe ich dir den Tipp, es gibt einen ganz tollen Nachtzug, der von Hamburg nach Stockholm fährt. Und ich glaube, der muss doch da irgendwo auch bei dir starten. Fährt er nicht vorbei? Der fährt doch nicht nur von Hamburg. Der fährt, glaube ich, müsstest du mal gucken. Ja, mal schauen. Vielleicht ist das doch mal so gesehen jetzt eine gute Alternative, weil ich habe eigentlich meiste Zeit in irgendwelchen Flughäfen verbracht, habe dann irgendwelche Voucher bekommen, um mir irgendwelche Menüs und Getränke zu besorgen auf Kosten des Fliegervereins da.
Aber das kann trotzdem nicht Sinn der Sache sein, dass ich da die ganze Zeit nur auf die Flieger warte, die sich verspäten. Nein. Aber auch interessant, also habe ich auch noch nie gehört, die Verspätungs, der erste Verspätungsgrund, aber das hat dann wirklich auf alle sich übertragen. Alle Flieger war wohl Nebel in Amsterdam, also Schiphol Airport. Und dadurch haben sich alle Flieger Flüge verzögert, inklusive der Anschlussflüge, bis abends hin, wo dann einige der Flieger von Manchester aus auch zu spät starten konnte, weil er später losfliegen musste. Und dann natürlich auch dieser sogenannte Anschlussflug danach von Amsterdam nach Stockholm dann sich natürlich auch wieder verspätet hat. Und das war schon mein umgebuchter Anschlussflug, den ich durch die Verspätung auch nur kriegen konnte. Aber selbst dieser zweite Anschlussflug hat sich also auch verspätet. Also komplett absurd, was da gestern abgelaufen ist. Plus am Schluss bin ich angekommen und dachte, jetzt kann ich endlich mein Gepäck abholen. Und dann ging das aber so schleppend voran und dann hört es auf komplett auf und dann hieß es dann irgendwie, ja, irgendwie ist der dieser Conveyor-Bell, wie heißt er im Deutschen, dieser Teil, der das Gepäck befördert, ja, der ist wohl kaputt gegangen, also zerrissen oder so. Achso, dann musste da irgendwie. Ja, Kofferband. Kofferband ist wohl gerissen und oder irgendwas ist da defekt gewesen. Dann mussten die da erstmal Ersatz schaffen und dann standen wir auch nochmal eine halbe Stunde, bis wir dann das Gepäck ankamen. Also wirklich so eine Verkettung von Ereignissen, die ich nie erwartet hätte, dass sich das alles so verzögert. Und dann bin ich irgendwann um 3 Uhr ins Bett gefallen, weil so lange hat es gedauert, bis ich dann auch noch den Expresszug nehmen musste, der sich auch nicht abends dann oder nachts so häufig fährt. Also war schon allein das, war schon eine Odyssee, ja. Deswegen bin ich auch gerade nicht mehr so fit, wenn ich ehrlich bin. Gut, ich wünsche euch nochmal einen schönen Abend und Christian, wir sehen uns vielleicht morgen und ich bin raus. Ja. Gute Nacht, ihr beiden, und viel Spaß noch. Tschüss. Bis morgen, sage ich ja. Mal. Bis morgen, tschüss. Ja, gibt es da sonst irgendwas, was du gespielt hast in der letzten Zeit? Ja, schon eine ganze Menge. Dich. Nicht nur Street Fighter 6, nehme ich an. Nee, gar nicht. Ich hatte zwei Videos vorbereitet, beziehungsweise habe ich die auch aufgenommen. Bist du gerade weg gewesen oder war das? Ja, war ich. Es gibt ein neues Video, das ist heute bei mir zumindest schon erschienen, beim Retro-Kompott kommt es Montag. Da geht es um Pinball-Games, weil ich öfters mal gefragt werde, welche Spiele kann man als Blinder noch spielen. Und da habe ich 6 Flipper-Automaten vorgestellt. 3 davon kannte ich, 3 noch nicht. Die habe ich dann quasi selber erstmal ausprobiert. Und ich habe aufgenommen Gradius 2, allerdings nicht in der Automaten-Variante, sondern in der PC-Engine-Variante von 1992. Das ist spannend. Waren ja auch, du hast auch die Amiga-Spiele damals gespielt, oder? Wann jetzt? Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast nicht auch mal erwähnt, dass du Pinball Dreams oder Fantasies oder sowas gespielt hast damals? Oder war es noch nicht auf dem Amiga, auf dem Super Nintendo? Ah ja, okay, darauf genau. Hast du irgendwas gespielt? Tatsächlich habe ich gestern, als ich auf einmal so viel Zeit hatte am Flughafen, weil die Verspätung sich nochmal verspätet hatte, so von einer Stunde wurden es 2 Stunden und so weiter, habe ich dann tatsächlich nochmal mir auf dem Asus ROG Ally oder Alloy, wie das Ding heißt, nochmal, hatte ich mir vor, nochmal das Spiel, neue Star Wars Spiel installiert, Outlaws, und habe das nochmal kurz angetestet, ob das überhaupt auf dem Gerät läuft, aber es wie flüssig soweit erstmal. Nur kam ich irgendwie nicht so richtig weiter, weil ich immer mit meinem Auge geguckt habe, was so am Flughafen passiert. Und irgendwie fand ich am Anfang das Ganze ein bisschen zäh, da voranzukommen in dem Spiel. Also vielleicht muss ich auch erst ein bisschen aufmerksamer werden, worum es da überhaupt ging. Aber ich habe irgendwie habe ich da rumgesucht, bis ich da irgendwie ein paar Groschen gefunden habe. Aber naja, war irgendwie ein bisschen viel rumgelaufen am Anfang. Muss mal gucken, ob das irgendwie besser wird. Aber ich habe ja von anderen Leuten gehört, dass es eigentlich ein ganz passables Spiel sein soll. Das sagt mir nichts, kann ich nicht viel zu sagen. Ja, ist jetzt auch relativ neu rausgekommen, vor einer Woche oder so.
beziehungsweise im Early, also kam bis am 30. kam das raus und dann 3 Tage vorher für andere Leute, die ja bei Ubisoft da ja, sozusagen Pre-Sale mitgemacht haben. Und da musste ich als Star Wars-Fan einfach mal zugreifen. Gerade nachdem ich auch die Serie The Acolyte abgeschlossen habe, war ich irgendwie ein bisschen trotz der Serie irgendwie im Star Wars-Fieber. Ah, okay. Hast du dir die angetan? Nee, das ist überhaupt nicht meine Welt. Okay. Bin ich auch nie wirklich warm mit geworden, mit diesem ganzen Universum. Ja, da ja, verschiedene, soll man sagen, Geschmäcker für verschiedene Leute, verschiedene Serien und so weiter. Hast du dir denn den letzten Stammtisch, beziehungsweise Stammtisch, wie heißt das nochmal, den Retro-Kompott, war ja am Donnerstag wieder, wurde dir gedattelt, das mal angetan? Was wurde denn gespielt am Donnerstag? Ach, so ein Roboterspiel war das, schon wieder den Namen vergessen, schon wieder so lange her gewesen. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Ich hatte nur vor 2 Wochen Mortal Kombat verpasst. Ja, nicht wirklich, weil das wurde ja nicht gezeigt. Dann habe ich was anderes anstelle dessen gespielt. Echt, haben die Alten auch schon Altersbegrenzung? Gute Frage, also zumindest hat Patrick gemeint, dass, ja, wäre wohl nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt sicher war oder doch nur lieber vorsichtshalber, aber ja, auf jeden Fall hat man sich dann doch nochmal kurzfristig dagegen entschieden. Ich meine, ich habe es damals zwar ganz gern gespielt, aber wenn ich hier die neuen Mortal Kombat-Teile mir anschaue, die sind schon, also damals kam ich mit dem, war ja alles so ein bisschen pixeliger und alles. Das war nicht so schlimm, wenn dann das irgendwie das Blut da geflossen ist und andere Sachen. Aber jetzt so die neueren Teile jetzt sind mir schon ein bisschen zu, gehen mir zu sehr ins Detail, genauso wie der Film auch. Also das der letzte Mortal Kombat-Film, die davor, fand ich auch noch ein bisschen besser. Aber ja, also irgendwann, irgendwie ist es dann doch schon ziemlich, also von der Brutalität her vom ist das dann doch schon sehr explizit. Aber ja, das vom Game-Mechanik natürlich nichts, hat sich ja nichts großartig da verändert. Du hast sie auch gespielt, ne? Die Mortal Kombat-Teile, ein paar, oder? Ich habe immer mal ausprobiert. Ich bin auch mit der Steuerung nicht so ganz warm geworden. Dadurch, dass aber der neueste Teil für einen PC auch über einige Hilfen verfügt und recht gute Audio-Tutorials, bin ich gerade dabei, da ein bisschen mehr quasi reinzukommen. Okay, ja, interessant. Und in dem Audio-Tutorials von woher jetzt? Ja, vielleicht aus dem Spiel. Ah, okay. Hm. Welchem Teil haben die das denn eingeführt? Ja, dem neuesten. Ach so, okay. Die fangen ja wieder bei 1 an, komischerweise. Ah, okay. Interessant. Das ist der neueste, ist jetzt, ist das 11? Oder da steht wo sind 1, wir gerade? Also. Ach so, 1, okay. Mal gleich nochmal anschauen. Ich bin ja auch nicht mehr so ein Thema drin, wie gesagt, aber ja, einfach mal anschauen, ne? Nochmal zu dem, was gespielt wurde, jetzt am Videostammtisch den Donnerstag, also gestern, war wohl Virocop, falls ihr das sagt. Nee, überhaupt nicht. Okay, ich kannte das auch nicht, aber es war viel Rumgeballer, was war so. Tatsache, ich habe gerade nochmal geschaut, die alten Teile. Also, ich hatte jetzt für Mortal Kombat 2 und 3 geschaut, die sind tatsächlich ab 18. So nach wie vor, ja. Okay. Sie sind seit 2020 nicht auf dem Index, aber es ist weiterhin ab 18. Hast du da wie die Regel bei Twitch ist, wenn es um 18er Titel gibt, was man da dann machen muss? Keine Ahnung. Ich weiß, bei YouTube, wenn du was hochlädst, kannst du ein Häkchen setzen. Was dann allerdings für den Zuschauer passiert, weiß ich nicht. Da wird wahrscheinlich dann irgendeine Abfrage kommen oder so. Das ist mal so bei Steam so toll. Sind sie wirklich volljährig, bitte geben Sie Ihr Geburtsjahr ein und dann kannst du dir was aussuchen und dann geht's weiter. Ja gut, was willst du auch sonst machen? Alles andere wäre ja zu aufwendig. Ja, ist schon richtig. Ich meine, nur bei, weiß nicht mal, wenn man bei Amazon so ein 18er-Spiel bestellt, witzigerweise, dann muss man ja auch wirklich dann da sein und seinen Ausweis vorzeigen, wenn der Postbote kommt. Also finde ich auch immer spannend. Also, das ist bei mir nicht so häufig vorgekommen. Ich glaub, kaum, aber ein Freund von mir, der ab und zu mal so ein paar Titel bestellt, der regt sich da auch immer rüber auf. Aber so ist das halt. Ich hatte früher in der Schule einen Mitschüler, der war kleinwüchsig. Der hatte auch eine total piepsige hohe Stimme und er hat sich dann immer einen Spaß draus gemacht und ist dann immer in die Spielabteilung gegangen, hat sich dann die Spieletitel ab 16 rausgesucht und er hat es genossen.
gehst damit zur Kasse und dann so dieses selbstgerechte Grinsen der Verkäufer, so nach dem Motto, oh, mein Kleiner, dir würge ich jetzt einen rein. Und er hat dann immer seinen Ausweis gezückt und dann wurden die auf einmal ganz schnell still. Aber er sagt, das war für ihn inzwischen so ein, irgendwann so ein kleiner so ein kleiner Sport irgendwie. Aber jeder braucht so ein Hobby, ne? Irgendein Hobby, meine ich. Ja, ich meine, es ist ja immer so eine Sache, ne? Gehst du nach dem Aussehen wirklich? Ich meine, ich hatte auch Mitschüler mit Sehrest, die keine 18 waren, die aber vom Aussehen wie 18 durchgegangen sind und die problemlos dann viele Sachen kaufen konnten, wo du dich dann auch fragst, hey, warum kontrolliert ihr nicht bei allen konstant und macht nicht immer nur so komische Stichproben, vor allem nach dem Aussehen zu gehen? Auch letztens bei der Dokumieter musste auch für auch irgendwie komischerweise, was ich ganz verstanden habe, aber gut, und da musste man dann extra aus sich so ein Bändchen dann holen. Ich habe mich einfach da eingestellt, weil ich so, weiß, wo ich dann mal enden werde und dann einmal mal mitnehmen. Und dann kam ich da irgendwann vor einem anderen Stand und dann wollte auch wirklich jemand Ausweis sehen und ich meine, ich sehe nicht mehr so jung aus. Und dann meine ich so, er hat mir meinen Tag gerettet, weil ich hätte schon Ewigkeiten nicht mehr meinen Ausweis zücken müssen, dass ich bestätigen muss, dass ich über 18 bin. Das muss ich nämlich, früher muss ich das häufiger machen, ich sah auch immer ein bisschen jünger aus als mein Haltbarkeitsdatum. Also ich kenne das Thema so, wenn man da ankommt und man ist jetzt endlich 18, denkt so, ja, jetzt muss ich meinen Ausweis nicht mehr zeigen, beziehungsweise naja, am Anfang war es ja noch ganz lustig, wenn man dann endlich mal seinen Ausweis zeigen durfte, weil man dann irgendwie sich dann in der 18er-Abteilung in der Videothek da seine Actionfilme dann da ausleihen konnte, wie auch immer. Aber dann irgendwann wurde es ja auch wieder langweilig. Ne? Man hat jetzt reicht es aber noch mal ein bisschen. Erkennt doch mal an, dass ich endlich über 18 bin. Ich weiß noch in meiner Studentenzeit, wo ich auch viel in Discos unterwegs war, hat sich mal einer versucht, mit reinzuschleichen. hat sich neben mir dann angestellt und sich dann quasi als meine Begleitung ausgegeben. ist allerdings sehr schnell aufgeflogen. Das war lustig. Ja, weil mich ein, zwei Leute kannten und die dann gefragt haben, hey, kommst du sonst mal ohne Begleitung? Heute mit Begleitung? Und dann bin ich dann doch etwas hellhörig geworden. Nochmal wegen Mortal Kombat geschaut. Tatsächlich, da ist ja letztes Jahr Mortal Kombat 1 rausgekommen für PS5, Xbox, Nintendo, Switch und Windows. Anscheinend. Das war mittlerweile der zweite Reboot anscheinend von der Serie. Ja, was dazugelernt. So, ich melde mich auch mal ab für heute und bin 3 Wochen das nächste Mal wieder da. Ich bin erstmal im Urlaub. Ah, oh, okay. Und dann sehen wir uns dann bei dem Event. Genau, in der Woche bin ich dann auch wieder da. Okay, wollte nochmal checken, ob das da auf dem Schirm hattest, ja. Genau. Alles klar, gut. Dann, ja, schön, dass du dabei warst und dir noch eine schöne, angenehme Bettruhe und schönen Urlaub vor allen Dingen. Vielen Dank, viel Spaß noch. Danke, ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Ja, es kommt jetzt die nächste Schicht hier gerade rein. Ich wollte eigentlich gerade auch mich verabschieden, aber ja, wenn du schon mal da bist. Ja. Es hat mal wieder keiner die Shownotes. Egal. Ja, ich kann auch sonst einfach warten, ob noch wer anders kommt, wenn du schon gehen willst. Also was heißt schon? Jo. Ist ja auch schon relativ spät. Jo, ich bin auch relativ früh auf. Habe auch eine relativ, was ich vorhin schon erwähnt, kurze Nacht aus verschiedenen Gründen. Aber mal schauen. Aber du kannst ja vielleicht nochmal kurz, wir hatten da auch mit dem Blind Gamer von kurz drüber gesprochen, was ihr gestern da gespielt habt. War ja doch, sah ja interessant aus. Ne? Ja, das Virocop AGA auf dem Amiga, das habe ich jetzt auch gestern noch die Nacht noch weitergespielt. Bis in die vierte Welt bin ich noch gekommen. Richtig cool. Und ich habe auch aufgeschrieben, wie man das auf dem Mr. Correct mappt, dass man das als Twin-Stick-Shooter wirklich spielen kann. Habe ich, glaube ich, bei Discord gepostet. Aber der Limi vom Mr. FPGA-Forum hat es dann auch im Forum nochmal reinkopiert. In das mrfpga.org-Forum. Mal schauen. Und das funktioniert wirklich hervorragend, weil, das ist mir gar nicht aufgefallen gestern,
Das Spiel erlaubt ja, diesen Team-Modus zu spielen, wo du eigentlich die Idee ist, dass du mit zwei Joysticks spielst. Ne? Der eine zum Schießen, der andere zum Gehen. Aber du kannst halt im Menü von Virocop mit F3, also mit F1 den Team-Modus aktivieren und dann mit F3 den zweiten Spieler auf Keyboard stellen. Und dann wird das Schießen halt per Keyboard gemacht und das Gehen per Joystick. Und dann kannst du ja im Emulator bzw. im Mister mit einfach mit Key-Button-Remap den rechten analogen Stick deines Controllers auf die Tasten mappen. Und dann, das habe ich dann auch noch ausprobiert, das lief hervorragend. Also ich habe dann einfach mein Gamepad genommen und dann rechter analoger Stick hoch, habe ich auf Q gemappt, auf die Taste Q auf dem Keyboard, rechter analoger Stick runter auf A, rechter analoger Stick links auf Komma und rechts auf Punkt. Das ist halt von dem Spiel die Keyboard-Steuerung. Und rechte Schultertaste eben auf linke Kontrolltaste, was Feuern ist. Und dann spielt es sich genau wie ein ganz normaler Twin-Stick-Shooter. Linker Stick, dem Controller, ist Gehen und rechter Stick und R-Schultertaste ist halt Richtung auswählen, zielen und ballern. Funktioniert hervorragend. Und dann habe ich das dann den ganzen Abend damit noch mit dieser sozusagen Controller-Twin-Stick-Steuerung noch weitergespielt. War richtig cool, die dritte Welt war dann eine Cannon-Fodder-Welt mit so ganz winzigen Soldaten, die man immer abknallen konnte. Und so ganz winzigen Häusern und so. Total süß. Und Helikoptern, die dann angreifen und Panzern und so. Die vierte Welt, da bin ich jetzt gerade, das ist so eine Fantasy-Welt mit Zauberern und irgendwelchen Sümpfen und tödlichen Pflanzen und so. Und Burgen. Also, das Spiel ist einfach genial. Es ist voll der Geheimtipp. Ich finde das so cool. Ich muss sagen, das sah auch interessant aus. Als ich das dann gesehen hatte, hatte ich auch schon Lust drauf bekommen, ja. Wie kamt ihr auf dieses Spiel überhaupt? Wer hat das vorgeschlagen? Na, warte mal eben, ich muss das ja jetzt mal eben in die Shownotes beigeben, der gleich. Das war nämlich der Bernhard, der das vorgeschlagen hat. Der ist ja auch so ein Amiga-Freak, der manchmal dabei ist. Und ja genau, der hat das halt vorgeschlagen. Aber er war leider gar nicht dabei dann gestern. Das war etwas schade. Weil eigentlich, wenn wir so Amiga-Spiele spielen, ist Bernhard eigentlich immer dabei. Aber gestern war er irgendwie nicht dabei. Naja, das Problem ist auch, wenn man sich ein Spiel wünscht, dann kann man ja nicht sich nicht den Tag wünschen. Ich hatte einfach keine Zeit gehabt. Sag mal, Richard, weißt du noch, wer noch dabei war? Also Patrick war dabei, Blind Gamer. Weißt du noch irgendwelche Namen, die vorhin dabei waren für die Shownotes? Das kann ich. Also ich bin dazugekommen als, also Patrick habe ich gar nicht mitbekommen. Achso, okay, kann vielleicht sein. War Patrick gar nicht. Aber okay. Robin war kurz da. Okay, dann schreibe ich Robin auf. Robin, Blind Gamer, Tom und meine Wenigkeit. Okay. Ja, ich bin auch erst nicht so lange mal reingestolpert. Wollte eigentlich auch gar nicht so richtig, aber ich dachte, ich sag doch mal Hallo und schau mal, wer alles dabei war oder ist. Super, ja. Und wir haben, mal eben, was war noch? Ach ja, und dann habe ich bei Virocop, ich habe dann ja auch nochmal neu angefangen, weil ich diese Batterie haben wollte, die ich erst verpasst hatte, weil Stefan hat ja im Videostammtisch da diese Batterie gefunden und die Batterie ist wie ein Herzcontainer, so bei Zelda, und hat dann halt viel mehr Energie. Die habe ich mir dann halt geholt und dann weitergespielt. Und dann habe ich rausgefunden, findet man in der dritten Welt eine noch größere Batterie. In der dritten Welt findet man eine noch größere Batterie und dann habe ich sogar eine noch größere gefunden. Also es ging dann so, es gibt also vier Batterien in dem Spiel und inzwischen habe ich die allergrößte gefunden. Das heißt, ich habe jetzt auch viel mehr Energie. Das wird auch im Passwort damit abgespeichert. Das heißt, das Virocop, das hat sogar so ein bisschen so eine rollenspielartige Progression. Du kriegst halt größere Batterien, die persistent sind, womit du mehr Energie hast. Und du kannst natürlich auch die Waffen aufrüsten und kaufen. Und das wird ja auch gespeichert, wenn du neue Waffen bekommst im Passwort. Also die Progression macht mir auch total Spaß. Ist jetzt sehr simpel, aber immerhin. Ach ja, und heute ging es total ab. Heute Morgen zu 7 Uhr morgens Oklahoma-Zeit, was ja, glaube ich, 2 Uhr mittags deutsche Zeit ist, habe ich geklickt, mir noch einen Mister gekauft. Es gab ja bei RetroRemake.co den Mister, eine neue Version des Misters. Eine unabhängige Version des Misters, die nicht von Terrasic gemacht ist, sondern von einer Firma, die diesem Taki Udon YouTuber, glaube ich, gehört, aus Hongkong. Retro Remake heißt die Firma. Und die haben halt eine alternative Platine gemacht, die 100% kompatibel zum Mister ist. Sieht auch fast genauso aus und ist halt spottbillig. Ich meine, du kriegst von dem einen kompletten Mister-Stack, also Mister plus USB-Hub plus SD-RAM-Speicher, plus Input-Output-Board, alle Platinen, die man eigentlich für einen kompletten Mister braucht, komplett für 160 US-Dollar. Der hat den Mister Pi genannt, obwohl es nichts mit Raspberry Pi zu tun hat, einfach aus Witz. Mister Pi, das Megapack, 160 US-Dollar, kompletter Mister mit diesen ganzen Platinen zusammen.
normalerweise kostet ja das DEC Nano, die FPGA-Platine an sich schon über $200. Und hier hat das ganze Paket für $160. Der Hammer, er hat halt vorgestern die ersten 2000 Stück in den Store gestellt, nach 3 Minuten waren sie ausverkauft. Heute Morgen bin ich extra um 7 Uhr morgens aufgestanden, um sofort zu klicken, wieder nach 9 Minuten alle ausverkauft. Ich habe mir noch einen geschossen, viele im Circuitboard haben auch einen bekommen. Man musste halt ruckzuck klicken, weil die so schnell weg waren. Und jetzt nächsten Monat, glaube ich, werden 4000 weitere in den Store gestellt. Also der kommt gar nicht mehr hinterher mit dem Produzieren, mit diesem Ding. Er meinte auch bei Twitter, er hätte gar nicht gedacht, dass der Mister so eine Nachfrage hat. Er dachte, das wäre so ein Nischenmarkt. Deswegen hat er sich gedacht, mache ich erstmal, er hat 2000 jetzt erstmal produziert. Ich glaube, 1000 waren vorgestern, dann 1000 nochmal heute um 7 Uhr und jetzt lässt er nochmal 2000 oder 4000 weitere produzieren. Die kommen dann nächsten Monat in seinen Shop, retroremake.co. Der druckt mit dem Ding also gerade echt Geld, wenn die in so ein paar Minuten ausverkauft sind. Der Wahnsinn. Naja, die Nachfrage nach dem Mister ist halt größer, als er gedacht hat. Machst du die alle selber oder wo kriegt er die her? Der arbeitet mit irgendwelchen anderen Leuten, glaube ich, zusammen. Und dieses Design des Boards hat er gemacht, weil das ist ja nicht proprietär. Also das ist ein Prototyp, eine Prototypenplatine, dieses DE10 von Terasig. Das heißt, das Design ist Open Source sozusagen und bekannt und man darf das auch nachbauen. Also das ist jetzt nicht patentiert oder so, sondern ist eine Art Beispielimplementation, die man da von Terasig kauft. Und er hat das jetzt halt neu implementiert als neue Platine sozusagen, natürlich selber nochmal in Eagle Cat oder irgendwas also richtig neu designt und aber mit den ganzen Komponenten, die halt drauf sein müssen. Und dann wird das, glaube ich, in Hongkong von irgendeiner Firma bestückt und gelötet und so. Also, ja. Aber er kann das jetzt wohl zu diesem Preis anbieten. Er meint, er macht nur minimalen Eigengewinn, aber wenn du davon so viele 1000 Stück verkaufst, ich denke mal, die machen schon trotz dem billigen Preis noch jetzt bestimmt einiges an Gewinn auch, weil sie jetzt so viel verkaufen. Aber er meinte auch, er hatte bei Twitter ja gesagt, er hat zu wenig, er hätte nicht gedacht, dass die Anfrage so groß ist. Es ist natürlich auch ein Risiko, weil wenn du die in Auftrag gibst und dann werden die nicht verkauft, ne, dann machst du ja dann unter Umständen einen riesigen Verlust. Deswegen muss man da, glaube ich, als Firma mit so einem Projekt ein bisschen aufpassen, dass man nicht sich zu sehr aus dem Fenster lehnt. So. Aber jetzt weiß er ja, wie groß die Nachfrage ist. Und ich glaube, die werden das jetzt ohne Ende nachproduzieren, bis die Nachfrage gedeckt ist. Die Größe ist allerdings etwas, ich glaube, die Größe des Boards ist etwas anders oder die Platzierung der Komponenten, zum Beispiel der Strom kommt über USB-C jetzt bei dem Mr. Pi, bei dem Taki Udon Klon, Mr. Klon, kommt es über USB-C und nicht über diesen Barrel-Connector, diesen zylindrischen Stecker. Also das ist schon jetzt vom Design her etwas anders, obwohl es 100% kompatibel ist. Das haben Leute auch schon getestet. Also es funktioniert wohl wirklich jeder Core, auch PlayStation, Nintendo 64, alles funktioniert genauso wie beim Mister. Aber das Board hat eine etwas andere irgendwie Ausmaße oder etwas andere Platzierung der verschiedenen Stecker, USB und HDMI und was da alles dran ist. Von daher funktioniert es nicht mit den normalen Gehäusen, die man für den normalen Mister kaufen kann. Man muss dann also ein extra Gehäuse sich selber 3D drucken oder ihn halt ohne Gehäuse benutzen. Aber es gibt auch schon ein 3D-Druck-Design für das Gehäuse, für das Ding, für das Mister Pi. Ist halt dann etwas anders mit den Löchern so, aber fast genauso. Und das ist dann dein zweiter Mister oder wie sagst du jetzt? Ich komme mir so dreckig vor, weil ich darf es gar nicht sagen. Das ist jetzt schon mein dritter Mister. Also es ist so völlig bescheuert. Aber ich habe halt einen Mister, ich habe das gestern auch, glaube ich, im Videostammtisch erzählt. Ich habe halt einen Mister auf meinem Arbeitstisch zum Streamen und so oder beziehungsweise zum Videos aufnehmen und für den Videostammtisch. Dann habe ich einen Mister, wo meine ganzen Spielekonsolen sind, wo auch die PlayStation und der Streamcast und so ist, an einem größeren Monitor, an der Zockecke. Und jetzt diesen dritten, diesen Mr. Pi, den will ich halt ins Wohnzimmer packen an den großen 75-Zoll-Fernseher. Eigentlich hätte ich ganz gerne auch noch einen Mr. für das Schlafzimmer, aber man durfte jetzt hier auch immer nur einen bestellen. Also der wollte auch nicht, dass die Scalper sich alles holen. Und deswegen gab es bei dem Shop natürlich irgendwie so ein Limit, eine Bestellung pro Person sozusagen. Finde ich auch korrekt. Weil sonst hätten die Scalper das alles abgegriffen, ne? Und dann gleich praktisch bei eBay reingestellt. Das ist ja auch scheiße. Kannst du vielleicht in der nächsten Runde nochmal zuschlagen? Ja, muss ich mir überlegen, genau. Wenn er jetzt wirklich 4000 nachbezieht, schon im Oktober dann schon anbieten will, vielleicht hole ich mir echt dann noch einen vierten. Für den Preis, für $160 für einen kompletten Mister, das ist jetzt wirklich, das ist mit einmal ein Preissturz. Das ist der halbe Preis, was man sonst bezahlt, ne? Also,
Robin hatte sich ja den bei One for All gekauft. Der hat, glaube ich, 450 oder so gekostet. 450 Euro. Und jetzt das ganze Ding für 160. Allerdings ohne Gehäuse. Aber Gehäuse kann man sich ja irgendwo in der Bücherei 3D drucken lassen. Das ist auch kein Problem. Ja, denke auch. Das ist das kleinste Problem, ja. Also damit wird, mit diesem Angebot wird jetzt der Mister wirklich richtig massentauglich. Weil das ist nicht mehr so ein Luxuspreis. Das ist was, was man sich schon, es sind zwar immer noch 160 Dollar, was weiß ich, 180 Euro oder was das ist. Ist jetzt nicht billig, aber ist jetzt nicht mehr ganz so krass luxuriös teuer, wie es vorher war. Ich habe mal den Link hier reingemacht. Also das ist der sogenannte Mr. Pi. Ein 100%, habe ich mal rein, kompatibler Mr. Klon. So, bei retroremake.co. Habe ich doch nie vorher gemacht, dass ich so krass wirklich auf die Minute genau geklickt habe. Das hat mich so ein bisschen erinnert damals, als ich bei eBay manchmal sowas gemacht habe, ne? So dieses Snipen, wo man so dann versucht, im letzten Moment noch sein Gebot zu erhöhen, um das dann noch abzugreifen, irgendwas. Hier habe ich es jetzt auch echt so richtig krass gemacht. Ich habe halt so gewartet, bis der Minutenzeiger umschlägt, dann, so muss man das halt auch machen bei diesen Angeboten, ne? Sofort auf Warenkorb geklickt, in den Warenkorb, und dann hatte ich schon meine Kreditkartennummer schon im Clipboard und konnte die dann direkt einfügen, sodass ich die Zahl nicht manuell tippen musste, damit es schneller geht. Dann noch ganz schnell musste ich noch die Adresse eintippen, weil ich musste dann auch nochmal eintippen. Da dachte ich auch, warum muss ich jetzt meine Adresse eintippen, wenn das jetzt 3 Minuten dauert, weil der so schnell ausverkauft war. Ich glaube, nach 9 Minuten war es schon wieder ausverkauft. Und dann hängst du da, tippst deine Adresse ein, Double Check, nochmal schnell gucken, ist sie korrekt? Okay, Klick, Buy, Checkout, zack, und das hat funktioniert. Bei den meisten hat es funktioniert. Einige haben sich im Circuitboard auch beklagt, sie haben keinen bekommen, okay. Das war halt, glaube ich, wegen Versand nach Deutschland mit der Postleitzahl. Da gab es irgendwie Probleme, wenn man die eintippt, dass er die manchmal nicht findet oder so. Dass er dann sagt, Adresse nicht zulässig oder so. Da hatten ein paar leider Pech. Aber okay, dann wartet man halt 4 Wochen und kauft sich dann ein. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Genau, geht zumindest keiner leer aus, ne? Nee, auf Dauer nicht. Es ist jetzt nur, kriegt man ihn jetzt sofort oder wartet man ein paar Wochen. Ne? Aber ich habe auch echt richtig gezittert beim Klicken so. Obwohl, also es war wirklich, wie soll man sagen, sehr... Eigentlich völlig bescheuert, ne? Weil man sitzt da so und zittert, schaff ich's, unter dem Motto, darf ich jetzt mein Geld ausgeben, so. Das ist eigentlich total bekloppt. Man freut sich halt, dass man Geld ausgeben kann, aber so ist es halt. Ich weiß auch noch, damals, wir haben uns hier am Stammtisch beim Turrican-Pack so hochgehypt mal, dass ich da auch dann so, ne, oh, jetzt gibt's das Turrican-Pack, gerade jetzt bald ist ausverkauft, schnell bestellen. Da habe ich dann auch so, ne, eins dieser, weil das war ja so Limited Edition, Limited Run oder so, ne, irgendwie nur so und so viel Stück verfügbar und dann schnell geklickt. Und dann stellt sich das hinterher so raus, dass das dann nochmal 3 Jahre dauert, bis man es dann endlich bekommt. Und man klickt da so, versucht auf die Minute genau zu klicken, so ein Quatsch. Naja. Naja, sonst kriegst du es aber auch nicht, ne? Sonst kriegst du es gar nicht. Ja. Aber ich hab's dann ja auch nach 2 Jahren gecancelt, mir war es dann zu blöd. Wir haben uns immer hier drüber aufgeregt, dass es so lange dauert. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ich cancel es jetzt, ich will es eigentlich auch nicht mehr haben. Ich hatte dann so eine Mail von denen bekommen, so, Entschuldigung, es dauert doch noch länger. Sie können halt canceln jetzt und Geld zurückverlangen, das habe ich dann auch gemacht. Also, ja. Das Turrican-Paket habe ich also nicht. Das haben ja viele bei uns da dann wirklich dann bekommen und gekauft, aber ich hab's nicht, ich habe es abbestellt. Genau, ich weiß auch warum, weil man konnte dann das nämlich im Nintendo Switch Shop ganz billig sich als Download kaufen, als digitalen Download oder so. Ich weiß nicht mehr genau, das war irgendwie dann auch mit der neuen Musik von Chris Hülsbeck, glaube ich, das hatte das auch drin, das war aber so ein Download für $9 oder so. Das stand in keinem Verhältnis zu der physischen Version und kam früher raus. Naja, aber hier bei dem Mr. Pi, da ist es wohl so, dass der die jetzt vorrätig hat, die er da verkauft. Also es ist jetzt nicht so, dass man sozusagen eine Vorbestellung macht, sondern wenn man da kauft, dann werden die in den nächsten paar Tagen auch versendet, weil er verkauft nur die, die er jetzt auch vorrätig hat. Das ist ja auch fair, ne? Also mir gefällt das besser, dann hat man nicht diese Ungewissheit. Das bei Limited One, das fand ich schon ein bisschen krass, dass du da vorbestellst und dann dein Geld praktisch wird dir ja schon abgeknüpft und dann musst du nochmal 3 Jahre warten. Das ist schon ein bisschen dreist. Will ja keiner mehr in Vorkasse treten, ne? Mit solchen Geschäften. Genau. Sie haben ja, glaube ich, am Ende auch gar nicht alle verkauft, ne? Sie hatten ja noch ein paar über oder so. Oder wie war das? Zumindest eins oder... von dir. Ja, aber vielleicht hat das dann wer anders sich noch geklickt. Mal gucken, was bei Limited One jetzt steht bei Turrican, ob da noch welche verfügbar sind. War das nicht auch Limited One? Oder war das Strictly Limited? Nicht, aber es war Strictly Limited, oder? Ich weiß nicht mehr, welche Firma das war. Es gibt ja 2. Strictly Limited war, glaube ich, Turrican, ja. Das ist ja die deutsche Firma, ne? Genau. Die waren ja auch hier auf der Gamescom. Ah ja, wenn ich jetzt auf Strictly Limited gehe, das erste, was kommt, ist Turrican. Turrican Collection. Und? Sie haben noch welche. Sie haben noch welche. Steht in Stock überall. Low Stock. Aber sie haben noch welche über. Ich glaube, das war auch Strictly Limited, die sich das angemaßt haben,
Sachen als Limited Edition rauszubringen und dann später nochmal neu rauszubringen. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von Limited Edition. Limited Edition heißt ja, es gibt 1000 Stück und wenn die weg sind, ist weg. Aber das ist gar nicht so. Die produzieren die dann doch noch nach manchmal. Dann denkst du halt, du hast eins von 1000 gekauft, dann ist es dann doch eins von 5000 oder so, weil sie noch welche nachgeproduziert haben. Da haben wir uns, glaube ich, hier auch drüber aufgeregt. Mal schauen. Aber sie haben nicht alle mehr. Sie haben Turrican Anthology Volume 2 für PS4, Turrican Collector's Edition für PlayStation 4 haben sie auch noch. Aber was haben sie nicht mehr? Switch-Version. Switch-Version für die Switch ist schon ausverkauft. Ja, die Switch-Sachen sind alle ausverkauft. PlayStation 4 haben sie noch. Witzig. Ich glaube, es gab auch eine Edition mit einer Figur oder so. Nee, hier, was ist das? Ja, doch, die PlayStation 4, die hat alles. Ein Buch ist dabei, Sticker sind dabei, eine Audio-CD. Hier haben sie noch einen Pin, eine Anstecknadel, aber nicht mehr diese Plastikfigur, die ist nicht dabei irgendwie, oder? Nee. Nee, das ist noch eine andere Collector's Edition, die ist noch. Ja, es gab hier so eine. Ja, es gab so eine mit der Plastikfigur, die haben sie anscheinend tatsächlich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, also mein Vertrauen in diese Strictly Limited Firma ist weg. Nach der Wartezeit, ne. Unlimited One, was haben die gerade so? One ist auch ganz interessant. Assault Suits Walken Declassified, das ist diese neue Version von Cybernator, finde ich auch irre. Star Wars Bounty Hunter haben sie. Switch ist ja auch witzig, das hatte ich damals auf dem Gamecube. Naja. Natürlich für Leute, die unbedingt physische Versionen haben wollen, ist es natürlich irgendwie cool, weil da kriegst du halt Module, die man sonst nirgendwo mehr kriegt. Oder die es noch nie auf Modul gab manchmal. Richtig, und da hast du wenigstens was in der Hand. Sag es mal so. Weil DLCs und so weiter, da kann man ja auch nicht darauf vertrauen, dass es die ewig geben wird. Ja, na, vollkommen recht, ja. Da hast du vollkommen recht. Wow, die haben hier eine Sonic X Shadow Generations Collectors Edition. Was ist das denn? Bei Limited One für $250. Klassisches und moderner Sonic in Sonic X Shadow Generations. Wow, was ist das? Wow, Kunstbuch, Soundtrack, eine Dreamcast-Statue, Steelbook, Chao Figurines, Individually Numbered Certificate of Authenticity. Wow, Sonic X Shadows, aber ich weiß nicht, was ist denn Sonic X Shadow? Tatsache, ein neues Sonic-Spiel, was jetzt rauskommt im Oktober. The Return of Shadow. Sieht ganz witzig aus. Sieht aus wie Mario 64, nur mit Sonic. Na gut. Hi, ich wollte auch noch heute Abend mal kurz noch reinschauen. Hallo, hallo Oliver. Hallo Olli. Ich kann leider nicht so ganz lange, weil ich morgen auf der Doriko mit Miri. Oh, cool. Ist das schon wieder? Wow, jetzt kommt ja ein Event nach dem anderen irgendwie gerade. Ja, die läuft eigentlich schon seit Donnerstag, aber wir hätten irgendwie, wir sind nur morgen da. Muss morgen dann halt um 8 Uhr aus dem Haus raus, damit ich rechtzeitig in Bielefeld bin, wo sie mich dann einsammelt. Wo ist die nochmal, Doriko? Anröchte. Das ist in... irgendwo in der Pampa. Das ist das ist etwas so von wegen, du kommst aus dem Ort sonntags zum Beispiel nur mit Taxi raus. Also das ist, wenn du kein Auto kein hast. Kein Bahnhof. Das, ja. Doriko ist doch das, ist das nicht das, wo auch Welle Erdball mal aufgetreten ist oder so? Ja, das kann das schon Doriko sein. Also ja. Ich habe da zumindest Hanni kennengelernt auf der Veranstaltung, weil der da regelmäßig ist. Sehr cool. War nicht Doriko auch von irgendeinem berühmten deutschen YouTuber irgendwie ins Leben gerufen? Nö, das wüsste ich jetzt nicht, nein. Das ist, das waren halt einige, also was ich weiß, ist halt, das sind einige Leute so aus dem Umfeld des Forum 64, jetzt weiß ich nicht, ob darüber hinaus auch, aber Umfeld auf jeden Fall. Und die haben irgendwann in Dortmund, in einer anderen Location, ist das halt gewesen, so einen regelmäßigen, mehr oder weniger regelmäßigen Treff gemacht, wo die Leute dann halt hingekommen sind, mit ihrer Hardware wieder aufgebaut. Und das war, meine ich, auch sonst normal immer nur einen Tag. Und dann kam irgendwann halt der Gedanke, dass so ähnlich wie es bei der Demoszene halt ist, dass er halt 3 Tage gemacht haben, dass die Leute da auch übernachten. Und dieses Jahr ist, meine ich, das erste Mal, dass sie 4 Tage machen. Ja, okay. Dort Retro, Doriko, Dortmunder Retro Convention oder sowas wahrscheinlich, ne? Ja. Die haben eine eigene Webseite. Da steht das vielleicht ausgeschrieben. Hier im Forum 64 gibt es auch schon 12. Dortmunder Retro Computer. Ach, Dortmunder Retro-Computer. Computertreffen. Nimmst du auch deinen C64 mit? Nö. Ich nehm zwar das Notebook mit, aber ich vermute mal, das werde ich kaum brauchen. Weil wenn du da bist, du kommst ja ein bisschen den ganzen Tag so am Quatschen und hier mal gucken, da mal gucken und sonst irgendwie was. Ich habe momentan auch nichts zum Reparieren oder so. Das könnte man da ja auch noch irgendwie versuchen, jemanden, der das für einen tut. Ah ja, stimmt, das war hier auch mal diskutiert im Stammtisch, dass da so Leute sind, die da dann was zurechtlöten. So.
Nee, also es ist zumindest eine sehr coole Veranstaltung an sich. Es ist jetzt nicht halt wie bei Demos hin oder dass mit irgendwie, dass da Leute irgendwas groß entwickeln. Das ist schon, dass die meisten eher zocken, wobei es mischt sich so ein bisschen. Ne? Da sind schon diverse Vorträge. Ich kann ja gerade mal gucken, was haben sie morgen für Vorträge? Doch notiert. So, morgen um 14 Uhr gibt es einen Vortrag zum MISTA-Projekt zum CDI-Core. Oh, cool. Das wäre was für mich. Danach ist ein Vortrag zur 264er-Reihe, also C16 plus 4. Danach stellt Mac of Tuck sein neues Spielprojekt vor. Danach gibt es einen Vortrag zu Boom. Boom ist ein bisschen länger her. Das gibt es ja schon irgendwie relativ in den letzten Jahren, dass man da ja irgendwie so versucht hat, so Doom-artige Engines oder zumindest Wolfenstein-ähnliche Engines irgendwo zu machen. Aber das gibt ja schon viel länger welche. Und ich meine, das erste war davon Boom. Von dem ist irgendwie eine Special Edition. Danach kommt Steril, das ist der Entwickler von Envia. Der macht einen Vortrag zu Envia und seinen anderen Projekten Hyperblaster und Crocker, was er für Amiga und Neo Geo gemacht hat. Und um 21 Uhr kommt Paddy und macht einen Retro-Quiz. Wobei ich glaube, dass wir das noch mitkriegen, weil wir müssen ja irgendwie auch noch nach Hause kommen. Ah, schön. Ich habe mir gerade von Paddys Retro-Kanal einige Videos angeschaut, weil ich das sehr gemütlich immer finde zum Einschlafen so. Der hat nämlich sich die Amiga Workbench letztens mal vorgenommen. Der macht jetzt so eine Serie von Videos. Ich glaube, das ist Paddys Retro-Kanal, heißt das oder so, ne? Irgendwie sowas. Also ich freue mich schon drauf, ihn zu treffen tatsächlich, weil ich war schon häufiger mit ihm mal auf einer Veranstaltung gewesen, nur da kannte ich ihn noch nicht. Das ist, das war erst danach, dass wir uns irgendwie so online so ein paar Mal über den Weg gelaufen sind und ich war ja auch beim Talk mit dabei, aber wir hatten uns noch nie live Hallo gesagt. Noch nicht live, aber du warst ja bei ihm bei einem richtig coolen Video dabei. Ja, genau. Also ich meine so, ich hatte mit ihm schon häufiger gesprochen und so. Ne? Ich meine, er war früher auch schon zwischenzeitlich mal hier bei uns im Audiostammtisch. Deswegen gesprochen habe ich mit ihm schon, aber ich habe ihn noch nie irgendwie so persönlich mal getroffen. Nee, und da freue ich mich auch tatsächlich schon drauf. Genau, du warst nämlich bei Talkrunde 2022 rund um den C64. Ich muss mal eben den Link posten, habe ich mir auch letztens angeschaut. Das waren drei Talkrunden. Genau, ich habe, glaube ich, auch alle drei gesehen. Die erste war Talkrunde C64 2022 Teil 1. Dann gab es noch Teil 2 und dann gab es, glaube ich, noch Teil 3. Ich mache mal die Links. Also der erste, ich hasse das, wenn der Link immer nicht funktioniert, verdammt. Und zwar war also Paddy war dabei, du, Dr. Wuro und andere, also so Größen der C64-Szene sogar so zum Teil. Dira war auch noch dabei. Da freue ich mich übrigens auch, dass ich den wieder treffe, weil den habe ich auch bisher lang erst auch mal ein einziges Mal getroffen, wo wir uns eigentlich kannten. Retro-Lutzer ist da. Dennis Paula, glaube ich, kommt nicht. Also der wird nicht da sein. Der war auch mit in der Talkrunde von Virtual Dimension. Mr. Venom 1974, der war auch in der Talkrunde. Da hatte ich mich auch drüber gefreut, dass der dabei war, weil den kenne ich ja schon ewig zumindest vom Hören. Ne? So, weil der macht ja schon ewig irgendwelche Let's Play-Videos. Ne? Maniac habe ich da halt auch kennengelernt. Der wird aber sicherlich auch nicht da sein. Der lebt ja nochmal in der Schweiz. Ja, aber das war tatsächlich eine sehr schöne Runde. Und wo ich mich halt auch sehr drüber freue. Genau, der Dennis war dabei von Virtual Dimension auch, ne? Und da habt ihr nämlich über Zoom dann über den C64 geredet und auch so richtig krass über die ganze Hardware. Was gibt es alles an Hardware? Und dann irgendwie auch nochmal über Spiele. Was sind eure Lieblingsspiele oder irgendwie sowas? Das war auch cool. Das war nicht über Zoom, das war tatsächlich über Discord. Oder über Discord, ja. Mhm. Aber wo ist ein Teil? Bist du sicher, dass es drei Teile gab? Weil ich sehe hier nur zwei Teile. Es gibt sogar vier. Ich sehe gerade, fünf sogar. Wo sind denn die anderen Teile? Verdammt. Moment mal. Hat er eine Playlist vielleicht Talks gemacht? Das wäre ja was. Okay, Talks und Retroabende. Talkrunde rund um den C64 heißt es. Teil 1, Teil 2. Ah ja, hier, du hast recht, Teil 3. Nee. Von Teil 4, den hat er nochmal aufgeteilt in zwei Videos. Das mit der einen. Dann habe ich die doch noch nicht alle gesehen. Nee, wir hatten zuletzt noch eine Runde gemacht, so von wegen, wo wir jeder drei Spiele für eine einsame Insel rauskramen. Stimmt, Teil 4, Spielinsel, habe ich doch geguckt. Steht hier schon als geguckt.
Teil 4, Spiele für die Insel und das nochmal als zwei Videos. Wow, genau. Mache ich hier auch mal eben in die Shownotes, dass wir es haben. Teil 4, praktisch Teil 4a und Teil 4b. Ich wünschte, Paddy würde die Playlisten anders machen, weil sich bei YouTube, weil es etwas schwer, das da zu finden. Es ist halt so ein bisschen durcheinander in der Playlist, aber es ist da. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns per Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören? Dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!